Moin Leute, heute habe ich einen Lösungsvorschlag für euch, wie man den Tandemanhänger ordnungsgemäß ankuppelt. Wie ihr vielleicht wisst, habt ihr beim Tandemanhänger oft das Problem, dass der Bolzen beim Ankuppeln nicht sofort runterfällt. Heißt, der rote Stift bei der Anhängerkupplung guckt noch raus. Dies ist ganz oft beim Tandemanhänger so. Bei diesem Video möchte ich euch einfach zeigen, wie ihr mit einem leichten Trick dieses Problem behebt. Nachdem ihr natürlich den Anhänger kontrolliert habt, ob er TÜV hat, SP, ob die Ladung gesichert ist, ob die Reifen okay sind, müsst ihr natürlich mit Hilfe des Sicherungspostens rückwärts fahren. Fahrt ihr nun rückwärts und der Kupplungsbolzen fliegt nicht runter und der rote Stift guckt nicht raus, nachdem ihr mit Hilfe des Sicherungsposten rückwärts gefahren seid, müsst ihr nun kontrollieren, ob die Anhängerkupplung verschlossen ist. Heißt, der rote Stift müsste drin sein und der Bolzen müsste runtergeflogen sein. Jetzt ist ganz oft das Problem, dass bei den Tandemanhängern die Kupplung nicht geschlossen wird. Der Anhänger steht unter Spannung und somit hat der Bolzen null Spiel und kann nicht runterfliegen. Dieses Bild filmen wir oft vor. Heißt, der Kupplungsbolzen ist nicht runtergeflogen und der rote Kontrollstift guckt noch raus. Jetzt kämpfen viele Fahrschüler damit, den Anhänger ordnungsgemäß anzukuppeln. Ich zeige euch jetzt einen relativ einfachen Trick, womit es zu 90% immer klappt. Zunächst einmal müsst ihr wie gewohnt eure Schlauchverbindung vom Anhänger mit eurem Zugfahrzeug verbinden. Nachdem ihr die Schlauchverbindung verbunden habt, gehen wir weiter Richtung Bremse und lösen die Feststellbremse des Anhängers, heißt den roten Knopf reindrücken. Dann verstauen wir ein Unterlichtkeil, immer das vordere, und das hintere Unterlichtkeil legen wir einen halben Meter weiter nach hinten. Nachdem wir das hintere Unterlichtkeil ungefähr einen halben Meter weiter zurückgelegt haben, müssen wir nun noch die Stütze ein Stück hochdrehen. Hierbei ist es wichtig, dass ihr eure Stütze nur ein Stück hochdreht. Falls bei unserem Fahrmanöver der Anhänger abfallen würde von der Anhängerkupplung, würde er nicht auf den Boden fallen, sondern nur ein Stück auf die Stütze. Im Prinzip kann das aber nicht passieren, weil wir rückwärts fahren gegen die Anhängerkupplung an. Das ist nur eine Sicherung. Nachdem ihr diese Punkte abgearbeitet habt, fahrt ihr nun mit Hilfe des Sicherungsposten ein Stück rückwärts und bremst relativ stark. Nachdem ihr mit Hilfe des Sicherungsposten rückwärts gefahren seid und gebremst habt, müsst ihr nun nochmal kontrollieren, ob der Bolzen runtergeflogen ist und ganz wichtig, ob der rote Kontrollstift nicht mehr zu sehen ist. In diesem Fall hat dies geklappt. Nachdem ihr das kontrolliert habt, müsst ihr jetzt ganz, ganz wichtig wieder die Feststellbremse anziehen. Dann könnt ihr euer zweites Unterlichtkeil verstauen. Und zuletzt müsst ihr jetzt noch die Stütze komplett hochdrehen. Nachdem ihr das gemacht habt, geht es ganz normal weiter, wie ihr es gelernt habt. Heißt, ihr müsst dann das Licht kontrollieren, die Feststellbremse des Anhängers nachher kontrollieren und zuletzt die Betriebsbremse des Anhängers kontrollieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr diesen Trick noch nicht kanntet, probiert ihn doch einfach mal in der Praxis aus. Abonniert unseren Kanal, wir freuen uns auf euch. Nee, ich sag nichts. Dieses Bild finden wir jetzt leider oft. Oft zu nicht. Oft auf. Vor. Vor, ja.